Moin. Heute wollen wir euch mal auf einen ganz normalen Reviertag mitnehmen. Es ist Sonntagmorgen, Arbeit steht an, die schläft ja nie. Und wir wollen heute mal ein bisschen was tun. Zum einen wollen wir die Fallen neu beködern, ein bisschen die Fangstege freihaken. Und zum anderen wollen wir natürlich auch ganz normal ein bisschen Mais rausbringen, mal die Kameras auslesen, Bäume teeren. Und da nehmen wir euch heute mal mit hin. Sind wir am neuen Platz. Hier wollen wir eine Falle umstellen. Letztlich scheint sich die Fangjacht bemerkbar zu machen. Wir haben was wegbekommen und haben jetzt zwei Gehecke Rebhühner und Fasane hochbekommen. Die wollen wir natürlich schützen. Deswegen stellen wir hier nochmal eine Falle auf, dass wir mögliches Raubwild auch gleich wegkriegen können. Dazu schauen wir gleich mal hier in der Hecke, wo die Wechsel sind, wo wir das Wild am ehesten erwischen können und hoffen dann, dass wir auch möglichst viele Fasane möglichst groß kriegen und auch im nächsten Jahr wieder Nachwuchs haben. Was machen wir hier? Wir verblenden zum einen die Falle und erzeugen damit gleichzeitig einen Zwangswechsel. Zwangswechsel daher, wir wollen das Wild ja auch möglichst in die Falle lotsen. Wenn es keinen anderen Weg gibt, müssen sie durch die Falle und deswegen machen wir das Ganze. Sieht auch ein bisschen besser aus. So eine Rohrfalle ist ja nicht so ästhetisch in der Natur, deswegen verblenden wir das. Haben da mit einem 2-in-1-Effekt. Sind wir an der Fasanenschütte. Passend zu unserem aktuellen Bestand wollen wir natürlich auch die Fasanenschütte ein bisschen pflegen. Das bedeutet für uns, es muss auch ein bisschen Mais rein. Fasanenschütte relativ einfach gemacht. Ein Deckel relativ flach, dass von oben kein Raubvogel angreifen kann.
und relativ bedeckt, sodass sie in Ruhe auch wirklich sich ein bisschen stärken können. Und jetzt schmeißen wir einfach mal Mais rein. Viele Hühner brauchen viel Futter. Das wird frei. Wieder was getan. So, wir haben die Falle vorbereitet. Wir haben die Fasanschütte vorbereitet. Jetzt geht es noch in die Mäuseburg. Wir fangen ja nicht alles nur mit der Falle, sondern wir wollen ja auch noch ein bisschen was mit der Büchse kriegen. Deshalb haben wir ja eine Mäuseburg installiert. Die ist jetzt noch mal ein bisschen überarbeitungsfällig. Und da wollen wir jetzt mal reingehen. Mäuseburg relativ einfach aufgebaut. Wir haben ein großes KG-Rohr genommen, die Decke zu befüllen, an der Seite Klappen, die wir reingeschnitten haben, sodass die Mäuse hier auch reinklettern. Das Ganze ist schön trocken. Allerdings ist der Pferdemist, den wir ursprünglich aufgepackt haben, schon etwas vertrocknet. Das wollen wir jetzt einmal erneuern. Vorgestern haben wir hier schon einmal alles freigemäht, haben hier frisches Heu liegen. Das werden wir jetzt einmal austauschen, Mäuseburg wieder fit machen. Dann hoffen wir, dass wir hier ordentlich Füchse kriegen. Aufnahme. Wie gesagt, das KG-Rohr mit dem Deckel. Hier sind ein paar Löcher drin zur Belüftung. Oben Einlass für die Mäuse. Oben der Deckel zum Befüllen. Da haben wir Sägespäne drin, ein bisschen Heu und immer schön Mais, dass wir auch ordentlich was zu futtern haben. Letztlich dient dieses KG-Rohr nicht nur als Schutz für die Mäuse, sondern auch als akustische Verstärkung der Mäusegeräusche. Und letztlich ist das hier ein absoluter Fuchsmagnet. Hier haben wir letztes Jahr 28 Füchse geschossen. Nur von der Kanzel, die 60 Meter in die Richtung steht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Eigentlich wollten wir ein anderes Video drehen, noch ein bisschen mehr Revierarbeit mit einbinden. Ist letztlich komplett auf die Fasanenhege geflogen und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, war ein bisschen interessant, neue Impulse. Wenn ihr welche für uns habt, lasst sie gerne da in den Kommentaren und ansonsten gerne ein Abo dalassen, dass ihr dann auch die nächsten Videos mitbekommt. In dem Sinne, schönes Wochenende, Waldmannsheil.